Also auf der Map gucke ich gerade Richtung Baustelle. Nee, wieso wird mir kein Questmarker angezeigt? Hallo Dystopia! Das weiß ich. Aber danke. Mir ging es auch gerade nicht darum, ich weiß gerade nicht, was ich mit meinem Charakter mache, sondern ich weiß gerade nicht, was ich überhaupt mache. Also, ja. Es ging nicht um den Charakter an sich. Ich glaube, es ist meine erste Mission. Da ist das jetzt noch nicht so tragisch, welchen Charakter ich jetzt gerade nutze, mit welchen Fähigkeiten. Vielleicht hätte ich das Auto nehmen sollen. Ah ne, jetzt brauche ich auch kein Auto mehr. Hier ist ein Technikpunkt. Aber das ist eine Sperrzone. Ist wahrscheinlich schwierig, da ranzukommen. Hast du gerade gebissen? Ich weiß nicht, ich habe ihn von hinten auf jeden Fall angesprungen. Sehr vielversprechend. Ah, jemand, der auf dem Bau arbeitet. Das ist doch immer praktisch. Beruf, check. Drohne, check. Sieht nach einem Volltreffer aus. Ja, die haben alles Gleiche. Oho, eine echt starke Drohne. Also die dazugehörige Person scheint auch ganz okay zu sein. Chat, wer gefällt uns denn am besten? Können alle das Gleiche. Stehen hier auch. Ja. Oho, eine echt starke Drohne. Also die dazugehörige Person scheint auch ganz okay zu sein. Sehr vielversprechend. Du hast ein Kämpferherz. Bist du bereit, fürs Volk zu kämpfen? Ah, da bist du also von DedSec. Gut, ich könnte eine helfende Hand gebrauchen. Wir werden es jedenfalls versuchen. Worum geht es? Dass die scheiß Regierung den NHS ausnimmt, ist das übergeordnete Problem. Aber mir persönlich macht zu schaffen, dass ich für meine Arztrechnungen Geld von Clan Kelly genommen habe. Helft mir, die Schulden zu tilgen, sonst arbeite ich bis an mein Lebensende für sie. Okay, alles klar. Ich sag allen Bescheid. Clan Kelly lässt unseren neuen Freund weiterbluten, wenn wir nichts unternehmen. Diese Baustelle wird von einer Kelly-Untergruppe zur Geldwäsche genutzt, die in Camden Market operiert. Alle Aufzeichnungen über seine Schulden sind sicher dort gespeichert. Ja, ja. Jetzt müssen wir hier hinter. Jetzt nehmen wir uns aber ein Auto. Oder ein Motorrad. Bleib stehen! Bist du schnell? Immer mit der Ruhe! Alter, können wir schon U-Bahn fahren? Hier ist keine U-Bahn-Station. Gibt doch so U-Bahn-Stationen. Betrinken. Ja, dann laufen wir halt. Organisieren uns jetzt den neuen Rekruten. Okay, wir können hier aber nichts weiter looten. Also irgendwie so Mülleimer oder so. Das ist gut zu wissen, dass es kein Loot-Game ist. Sag mal, wie reden die denn? Oh, das ist ein Böser. Ja, dann sehen wir noch ein bisschen was. Hier ist eine U-Bahn-Station. Warte mal, kann ich da reingehen? Ja,
Das ist ja lustig. Okay, wir brauchen jetzt gerade keine Schnellreise. Komm schon. Warum sollte ich das hier hacken? Hier irgendwas? Hebebühne. Okay, ich kann es halt einfach hacken. Einfach, weil ich es kann. Kannst du noch ein bisschen nachwürzen, Julia? Ich nutze aber auch immer zu wenig Salz und Pfeffer. Ich kann das auch nicht richtig dosieren. Ist wieder so ein Böser. Muss ich was gegen die machen? Vor allem gegen was? Mit wem kämpft der? Sicherungskasten? Ach, da sind hier die Bernacke-Dingsbums. Nee, die sind aber irgendwo in der Nähe. Hier ist Bare Knuckle Liga, da ist Technikpunkt. Ach, da oben, wo das Grüne ist, ist Technikpunkt. Nee. Bist du für die Aufgabe nicht richtig ausgestattet? Du kannst dein Gerät gegen ein anderes tauschen, das besser geeignet ist. Das. Hä? Das ist Shop. Aber hier ist kein Technikpunkt. Okay, das ist aber jetzt quasi einer von den anderen Läden. Und wenn ich die einmal besucht habe, kriege ich halt neue Klamotten freigeschaltet. Okay. Ja, aber weiß nicht mit was. Ist schon einiges an Salz dran, glaube ich. Ist mir aber auch egal. Okay. Ich denke mir aber auch oft, so, wenn ich halt nur für mich koche, dann ganz ehrlich, ist es halt ein bisschen fad. So. Muss ja niemandem sonst schmecken. Die schöne Kleidung hier auf jeden Fall. Wo ist jetzt der Technikpunkt? Hier ist ein Technikpunkt, zeig. Oh. Okay. Hab's gefunden. Sollten wir den oder die rekrutieren, weil der ist ein grüner Punkt? Die Kellys haben hier alles übernommen. Sieh dir nur die Größe der Operation an. Seit wann sind die so groß? Du suchst ein Terminal oder ein anderes Gerät, auf dem Clan Kelly die Schuldaufzeichnungen gespeichert haben könnte. Die Drohnen, die alles beobachten, verleihen dieser Stadt zwar ein Gefühl von Knast, aber was für die Gesellschaft schlecht ist, kann für DedSec gut sein. Du kannst diese nervigen kleinen Spitzel hacken und damit vorauskundschaften. Oh, das finde ich schon ein bisschen cooler hier, die Klamotten. Die besten jetzt nicht so... Das kostet halt auch direkt. Ja, was habe ich denn jetzt noch nicht? Grüne Punkte wegmachen. Okay.
weiß nicht, ob ich Geld ausgeben sollte für coole Klamotten. Ich die. Also rein. Ich glaube, ich gebe mal noch kein Geld aus. Ich weiß nicht. Was dann noch so kommt. Brauchen wir eine Bühnenmagierin? Brauchen wir die Irmgard Schröder? Die Irmgard Schröder. Die speichern wir uns mal. Oh, wir wurden gesehen. Hätte gern eine Kamera, an die ich mich hacken kann. Ich glaube, dem geht's nicht gut. Ja, ich weiß auch nicht. Der war ein bisschen. Der hat's gefühlt. Ja, aber von hier draußen sehe ich jetzt wieder nicht mehr den Weg von der Leitung. Kann ich damit machen? Ah, da ist die Kamera. Ah. Okay, auskundschaften. Nee, den Typen konnte ich, glaube ich, nicht rekrutieren. Ich glaube, der. Also. Oh mein Gott! Ein Hund hilft uns dann, glaube ich, doch nicht weiter, oder? Hilft uns ein Hund weiter? Teilt euch auf und sucht! Drohne, Suche starten, okay? Nein, doch keine Drohne! Chat, ich weiß gerade nicht, wie ich dorthin komme, wo ich hin soll. Nichts mit Drohne. Ach, wollen wir einfach schießen? Mich richtig gut versteckt da oben. Noch ein paar Fallen oder so. Hier, die setzt die Maske aber halt selber auf. Schießen wir, Chat? Dieser Schwachkopf will beim Verstecken spielen. Klar, Headshot und die lebt noch. Du machst es nur noch schlimmer. Leise kann ja jeder. Nur ein bisschen.
wissen, wo die Leute sind. Dich schon, du Feigling. So, wer ist böse auf mich? Jetzt die Leute. Sind einfach keine Leute. Da hinten sind noch welche. Da ist noch wer. Aufpassen. Warte mal, hier oben. War erst auch noch jemand. Ist der schon tot? Ich sehe mir das mal an. Arschloch ist hier irgendwo. Seht nach. Er hat mich Arschloch genannt. Vielleicht sollte ich ein bisschen in Deckung bleiben. Ich sehe zwar nicht so richtig meinen Gesundheitszustand. Aber ich glaube, es ist nicht gut, wenn der rot wird. Also wenn ich so einen roten Rand an meinem Bildschirm habe. Ich kann das hier sein. Ich kann das schaffen. Ich sehe nach. Ja, wo redet der? Was zur Hölle? Da unten ist noch jemand. Da. Ich glaube, sie ist, der da ist drin. Komme ich gerade nicht ran? Hier Munition. Okay, sehen wir uns besser um. Hey, wieso treffe ich den nicht? Ich könnte Hilfe brauchen. Das ist ja voll der Elite. Oh, die haben Verstärkung gerufen. Das ist ja jetzt... Das ist ungünstig. Das Schwein hole ich mir. Scheiße, wo ist sie? Versucht es da. Wo kommt das denn her? Okay, waren alle, oder? Gut, du kannst alle Aufzeichnungen über seine Schulden löschen, damit unser neuer Freund seinen Hals auf der Clan-Kelly-Schlinge ziehen kann. Fantastisch. Wieso ist das außer Reichweite? Muss ich da hingehen? Transfer abgeschlossen. Ich muss sagen, ich glaube, ich bin dann doch eher... Ja, ich schieße dann halt eher einfach drauf. Vergiss nur... Es gibt... Ich wollte gerade sagen, sind jetzt hier neue Leute da? Einfach hier rausgehen, oder? Shit! Wo sind meine Leute? So. Gar kein Problem. Pass doch auf. Achtung, grundlegende Beachtung. Wieso macht sie jetzt die Maske nicht weg, weil ich noch gesucht werde? Eine Manipulation ihres Optikgeräts. Los, findet das Arschloch! Stellt eine Straftat dar. Was
erstmal alle Shops hier aufdecken, die es so gibt. Bin dafür, dass wir uns... eine Maske kaufen. Sieh es als kleines Förderpaket. Wir haben deine Schulden bei Clan Kelly getilgt und du kannst jetzt tun, was immer du willst. Willkommen in der neuen Demokratie. Oh Mann, bin ich erleichtert. Diesen ganzen Mist über euch habe ich eh nie geglaubt. Aber vielen Dank. Ich verdanke euch mein Leben. Du könntest echt etwas bewirken, weißt du? Tritt Dezek bei, anstatt zu Hause auf dem Hintern zu sitzen. Dachte schon, du fragst nie. Was ist das hier für ein... Ach, das ist ein Symbol für... Nee, was ist das hier? Oh, ich kann Pakete ausliefern? Wir brauchen eine Oma mit Nudelholz. Ja, vielleicht finden wir noch eine Oma mit Nudelholz. Ist ja erst der Anfang. Aber tatsächlich merke ich, ich bin vielleicht doch nicht Nahkampf, sondern ich schieße eher lieber drauf. So, Chat, alle mal einen Schluck trinken. Agenten können Pakete aus einer beliebigen Pickup-Box mitnehmen und sie zur jeweiligen Zielbox liefern. Pakete haben bis zu 3 Eigenschaften, jede von ihnen mit eigenem Schwierigkeitsgrad. Zeitlimit, zerbrechlich, Schmuggelware. Empfohlene Jobs, ein Empfohlen-Symbol wird neben Paketen angezeigt, deren Bestimmungsorte sich in der Nähe des aktuell verfolgten Ziels befinden. Dezek-Agenten haben viel zu tun, aber du kannst dir mit App-Jobs etwas dazu verdienen. Da kannst du deine Arbeitszeiten selbst bestimmen. Viele Leute zahlen gut dafür, ihre empfindlichen Stücke in geschickte Hände zu geben. Und manche bezahlen dich sogar für Lieferungen. Haha. Aber wer das einmal machen, Chat? Mal hier, das nur auf Zeit und zerbrechlich. Aber hier kriegen wir keinen Ärger mit Albion. Machen das mal. Shit, ich bin. Ja, hier ist Linksverkehr. Warte mal, warum? Zeigt es mir nicht automatisch einen Weg. Oh Gott, wer wusste... Entschuldigung, wo ist noch eine Minute 19? Und leider habe ich einen Unfall gebaut. Und wir haben schon ein bisschen beschädigt. Wo schickt mich das Spiel lang? Schaffen wir das? Auf. Also, dieser Funk, habt ihr das gerade gehört? Was der einfach, der will, dass mein Stream gemeldet wird. Los, los, los! Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Wo schickt mich das Spiel auch um? Moment mal. Das schaffen wir nicht mehr. Okay, das müssen wir noch mal machen. Der Unfall am Anfang hat mir alle meine Chancen zunichte gemacht. Es hat zu viel Zeit gebraucht. Ach nein. Nein, das wollte ich nicht. Wollte ich hier hin. Wir machen mal unsere Mission. Okay, wir haben Mura. Haben wir jetzt, ne? Haben wir rekrutiert. Die Irmgard. Doch, die Irmgard, die hätte ich wirklich sehr gern.
Die Irmgard, die holen wir uns noch. Okay, wir haben jetzt 4 Agenten. Wir können mehr als 3 haben auf jeden Fall. Nicht verfügbar. Weil wir erst mit dem reden müssen wahrscheinlich. Verfolgen. Jetzt fahren wir wieder den ganzen Weg zurück. Aber ich weiß trotzdem nicht, warum zeigt es mir nicht den Weg einfach an jetzt. Oh Gott, wie lenkt der sich denn? Nein, nein, hör auf, ich flehe dich an. Den habe ich schon 2-mal für das Wort mit A gemeldet. Entschuldigung. Ja, das ist gut, dass wir hier mal ein bisschen für Ordnung sorgen. Die Leute denken, die können hier im Spiel einfach alles sagen. Hier ist ein Star Roger Coffee. Ich glaube, das soll doch sicherlich eine Anlehnung an Starbucks sein. Lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster mit dieser Vermutung. Wir fahren am besten keine Albion-Mitarbeiter um. Ich glaube, das ist nicht gut für unsere Karriere. Interessiert in Karriere, du willst die Welt retten? Ja, aber das kann ich ja nur, wenn ich lebe. Und wenn ich nicht irgendwo im Knast sitze oder so. Wenn wir die Albion-Mitarbeiter umnieten, ich glaube, das ist nicht gut. Jetzt darf sich niemand beschweren. Anzeichen eines Derzeg-Aufstands haben das Parlament veranlasst, Albion den Einsatz tödlicher Waffengewalt zu erlauben. CEO Nigel Cass meinte dazu: Die Derzeg-Terroristen werden schnell herausfinden, dass Albion im Gegensatz zur Polizei dieser Stadt kampferprobt und erfahren ist. Das Büro des Premierministers nannte den Schießbefehl eine drastische, aber notwendige Maßnahme. Du kommst uns gerade recht. Für die Sicherheit Londons. Hier, deine Ausrüstung. Das ist ein bisschen wie bei Horizon mit diesem Ding am Ohr. Ich kann wohl nicht mehr zum Normalen zurückkehren, wenn ich erstmal dabei bin. Und was ist schon normal? Aufwachen und feststellen, dass die Regierung dich abknallen darf? Ich weiß, die Lage ist scheiße. Und ich will ja auch helfen. Aber es ist schwer, mich von meinem Leben zu verabschieden. Du lässt es nicht hinter dir. Du stellst nur sicher, dass alles, was dir wichtig ist, auch morgen noch da ist. Ja. Schon gut. Warum auch nicht? Willkommen im Widerstand. Willkommen im Widerstand. Ja, ja, willkommen an Bord und so weiter. Die Ansprache kommt später noch. Jetzt brauchen wir erstmal dich und deinen großen, starken Drohnenfreund, um einen Server vom Dach der SARS-Zentrale zu klauen. Kriegst du das hin? Ich gehe schon. Die nationale Kriminalstatistik verzeichnet. Kannst du ja nichts für, wenn die nicht rechtzeitig aus dem Weg springen? Ja, ne? Stimmt eigentlich.